Die Generalkonsulin der USA, Inmi Patterson, war am 23. Mai in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Der hohe Gast aus Hamburg wollte sich ein Bild machen von den Entwicklungen in unserem Bundesland und auch die amerikanische Sicht der Dinge verdeutlichen, zum Beispiel im Gespräch mit Schülern in Röbel. Station machte Inmi Patterson auch in Neustrelitz. Dort haben wir sie begleitet. Etwas größer als zu Hause, der Kamin. Das Biomasse-Heizkraftwerk der Stadtwerke Neustrelitz gewährte US-Generalkonsulin Inmi Patterson interessante Einblicke. Geschäftsführer Frank Schmetzke führte die Gäste, zu denen auch Landrat Heiko Kerger und der Landtagsabgeordnete und der Generalsekretär der Landes-CDU Vincent Koker zählten, durch das Kraftwerk. Frank Schmetzke stellte dem amerikanischen Gast die Stadtwerke Neustrelitz und ihr Konzept der Energieerzeugung und Energieversorgung vor. Stadtwerke gäbe es in dieser Form nur in Deutschland und sie seien gerade in der aktuellen Energiedebatte interessanter denn je. Hier in Neustrelitz hatte man mit diesem Biomasse-Heizkraftwerk bereits vor Jahren frühzeitig den Schritt in die regenerativen Energien gewagt. Ja, also mittlerweile ist es so, dass wir fast 50% unseres Gesamtumsatzes im Unternehmen mit erneuerbaren Energien machen. Das Biomasse-Heizkraftwerk war wirtschaftlich gesehen der Höhepunkt dieser Entwicklung. Und es hat also nicht nur den Effekt, dass wir hier 14.000 Tonnen CO2 einsparen jedes Jahr, sondern es hat auch den wirtschaftlichen Effekt, dass es uns gelingt, durch diese wirtschaftliche Stärke eben auch wettbewerbsfähige Preise anzubieten. Frank Schmetzke sieht im Konzept der Stadtwerke Neustrelitz ein zukunftsfähiges Modell einer sicheren, wirtschaftlichen und ökologischen Energieerzeugung. Ein Modell, das auch das in Bau befindliche Landeszentrum für erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern gleich nebenan kommunizieren wird. Ein Gemeinschaftsprojekt der Stadtwerke Neustrelitz mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern. Landrat Heiko Kerger ist Vorstandsvorsitzender des Vereines für dieses Landeszentrum, in dem vielfältige Informations- und Diskussionsmöglichkeiten über alternative Energien geschaffen werden sollen. Was wir eigentlich wollen, dass Neustrelitz im Rahmen, wenn ich was wissen will, über alternative Energien im Land ganz bekannt wird und eigentlich auch über die Landesgrenzen hinaus. Also dass man auch in der Bundesrepublik sagt, da muss ich hin. Und wenn wir hier solche Lehrgänge oder Kongresse anbieten können, dann bin ich auch überzeugt, dass auch im Rahmen der Hotel- und Gaststättenwesens, dass da auch Impulse reinkommen. Den Menschen müssen irgendwo schlafen, müssen übernachten und sie müssen hier bleiben. Wenn immer mehr Menschen aus der ganzen Republik herkommen, wird Neustrelitz und unsere Region bekannter. Vielleicht sagt man sich hinterher, ich mache hier mal Urlaub. So, und ein anderer Gesichtspunkt ist auch noch, ich glaube, im Rahmen alternative Energien gibt es noch ganz viele Möglichkeiten für die Ausbildung von jungen Leuten. Und wenn wir unsere Berufsschule dafür beleben könnten, dass wir sagen, wir bilden hier Energetiker für alternative Energieanwendungen aus, was es sonst kaum noch gibt oder noch nicht gibt, dann hätten wir da auch einen Maßstab gesetzt, der für unsere Region gut wäre. Also wir wollen Energiestandort werden für alternative Energien hier in Neustrelitz. Konkrete Ziele, die Inmi Patterson mit Interesse verfolgte. Doch wie kam es, dass ausgerechnet Neustrelitz auf dem Besuchsplan der Generalkonsulin stand? Maßgeblich ist das der CDU-Landtagsfraktion und ihren guten Kontakten nach Hamburg zu verdanken. Ja, wir hegen in der Tat seit vielen Jahren sehr guten Kontakt zu dem Generalkonsulat in Hamburg. Und heute ging es insbesondere dazu, Wirtschaftskontakte zu knüpfen zwischen innovativen Unternehmen in Deutschland, die sich mit regenerativen Energien beschäftigen. Da gehören die Stadtwerke Neustrelitz ganz klar dazu. Niemand würde nach Neustrelitz kommen, ohne die Stadtwerke zu besuchen, wenn es um regenerative Energien geht. Und daran hatte die Generalkonsulin Interesse. Und ich habe sie in Termin getroffen auf unserem politischen Aschermittwoch und habe ihr das erzählt, was wir hier so machen. Das fand sie sehr interessant und dann haben wir sie einfach eingeladen. Gut 1,5 Stunden informierte sich Inmi Patterson hier in Neustrelitz über das Thema regenerative Energien und über die ganz eigene Mentalität in Sachen Energie in Deutschland. Welche Eindrücke nimmt die Generalkonsulin mit nach Hamburg? Ich muss sagen, dass erneuerbare Energie Zukunft für unsere beiden Länder ist. Und wir können zusammenarbeiten in diesem Bereich. Und in Deutschland gibt es natürlich einen Konsensus für den Atomausstieg und dann für die erneuerbare Energie. Und ich bin sehr, sehr beeindruckt hier. Ja, alles zusammen und diese Bemühungen, das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, das ist einfach sehr beeindruckend.